Hallo, lieber Steinbock. Herzlich willkommen zu deinem Ausblick in den Mai. Ich freue mich, dass du da bist. Lieber Steinbock, bitte beachte, das ist ein allgemeines Orakel an das Steinbock-Kollektiv. Das heißt, es kann auf dich zutreffen, muss aber nicht. Kann teilweise zutreffen, kann aber auch ein Volltreffer sein. Spür bitte einfach in dich hinein, ob diese Botschaft etwas mit dir zu tun haben kann oder nicht. Alle weiteren Infos zu diesem Orakel findest du wie immer unter dem Video in der Infobox von mir aufgeschrieben. Unter anderem, welche Karten ich verwende. So, welche Tendenzen zeigen sich für den Steinbock im Mai? An der Unterseite haben wir den Vulkan mit der Unbeständigkeit. Den Vulkan hatten auch die Zwillinge, meine ich, für Mai. Und hier zeigt sich die DNA mit Karma. Die Tochter der Stäbe. Der König der Kelche. Vier Kelche. Und der Wagen. Möchte gleich klärende Karten hinzunehmen. Nimm das so wahr, die Unbeständigkeit, die kommt auf dich zu. Das kann auch in Form von Menschen sein. Menschen, die in deinem Leben irgendwie unbeständig sind. Irgendwie treulose Tomaten zum Beispiel. Oder Menschen, die dir irgendwas versprechen, sich da nicht dran halten. Oder immer sich eine Hintertür offen lassen. Menschen, die einmal hierhin hüpfen, dann dorthin hüpfen. Menschen, die sich nicht verbindlich zeigen. Und du wünschst dir Beständigkeit, du wünschst dir Verbindlichkeit, du wünschst dir Sicherheit und Dauerhaftigkeit. Wenn du dir das wünschst, Dauerhaftigkeit, Sicherheit, Beständigkeit, Treue, dann ist diese Energie hier nicht das Richtige. Also wenn du eigentlich sowieso spürst, hey, ich habe eigentlich kein Interesse daran, ist nicht meins, weiß ich ganz genau, macht mich irgendwann unzufrieden, früher oder später, macht mich unglücklich, mag ich nicht, nö. Dann darfst du für diese Haltung einstehen, ja, dann darfst du dabei bleiben. Wenn du von vornherein weißt, du kannst mit dieser Energie der Unbeständigkeit nichts anfangen, das ist nicht das, was du dir vorstellst, was du möchtest, auch wenn es noch so
begeisternd sein, kann auch so freudvoll und leidenschaftlich und so, aber das ist nur kurzfristig, das ist, das bleibt nicht lange. Ja, das, viele denken jetzt an Bettgeschichten oder so, ja, das muss nicht sein, dass es das nur das ist, absolut nicht, das können auch Freundschaften sein, ja, also, wenn man das dann Freundin nennen kann, ja. Einmal hü, einmal hot. Irgendwie nur dieses kurzfristige Glück, das kurzfristige Vergnügen. Und es ist wie, es fühlt sich so an, als hättest du das schon durch in der Vergangenheit, mindestens einmal. Bei vielen nehme ich das so wahr öfters, dass sie mit dieser unbeständigen, impulsiven Energie zu tun hatten. Und ja, lieber Steinbock, wenn du das wieder riechst, dass das so ist, dass wieder so jemand auf dich zukommt, du darfst auch kein Interesse zeigen, du kannst auch ablehnen. Was ist das hier? Was ist der Vulkan? Ja, das sind Menschen, die sagen, oder das ist jemand, dessen Wahrheit ist heute so und morgen ist die Wahrheit anders. Die Infos von diesem Menschen sind heute so, morgen sind die Infos anders. Heute entscheidet sich dieser Mensch in die eine Richtung und morgen kann aber die Entscheidung schon wieder in eine andere Richtung gehen. Und der Mond steht immer für Verschleierungen auch, für, dass man zu emotional ist, dass man sich auch von seinem Unterbewusstsein zu sehr leiten lässt. Diese Energie an sich alleine fände ich schön, ja, dann würde ich sagen, dieser Mensch ist authentisch, dieser Mensch bleibt bei der Wahrheit, bleibt bei seinen Entscheidungen, spricht klare Worte, das ist eine gesunde Kommunikation, ein gesunder Informationsfluss auch, aber mit dem Mond ist es so, wie das Ast der Schwerter hier macht gar keinen Sinn, so fühlt sich das für mich hier an, also was auch immer diese Person sagt in deine Richtung, es verpufft einfach, du kannst dich darauf nicht verlassen, du glaubst, du hast dann den Durchblick bei dieser Person oder diese Person bringt das irgendwie so rüber, aber im Grunde ist es nicht so. Ja, es fühlt sich so an, als hat dieser Mensch immer noch ein Hintertürchen offen. Da zeigst du dich, lieber Steinbock, König der Münzen, egal ob du eine Frau bist. Das ist ein König, der deinem Sternzeichen zugeordnet ist oder eine Person. Und das ist eben jemand, der Beständigkeit möchte, der Sicherheit möchte, Dauerhaftigkeit, Langfristigkeit, weiß, worauf man sich verlassen kann, Zuverlässigkeit. Und du hast das eben mit jemandem zu tun, auf dem man sich eben nicht, wo diese ganzen Attribute eben nicht vorhanden sind, so mag ich es mal nennen. Ja, es geht um den zwischenmenschlichen Bereich und du wünschst dir genau das. Du wünschst dir dauerhafte Beziehungen, verlässliche Menschen um dich rum, sei es jetzt, ob es ein Partner ist oder Freundschaften oder ob es in der Familie ist. Ja, manchmal macht es auch nicht Sinn, in der Familie an jemanden festzuhalten, wenn dieser Mensch eine Pflaume ist. Ja, ja, ich fasse es jetzt mal unter Pflaume zusammen. Ja, ich habe es jetzt öfter schon beschrieben, um was es hier geht oder um wen. Das sind Verbindungen mit Gleichberechtigung, auf Augenhöhe, in Harmonie. Gegenseitige Achtsamkeit, Hilfsbereitschaft, füreinander Dasein, Güte, Wohlwollen, Verlässlichkeit. Das ist das, was dein Herz sich wünscht. Genauso kann es auch im beruflichen Bereich sein. Sagen wir jetzt mal so, du bist selbstständig oder du bist ein Arbeitgeber. Oder nee, du, ja, das kann auch sein, du arbeitest irgendwo, bist irgendwo angestellt und bist zuständig für Personal. Du wünschst dir einen dauerhaften, zuverlässigen Arbeitnehmer.
Und du bekommst das halt nicht. Du gerätst schon wieder im Mai an irgendjemand, der ständig krank ist, jemand, der nicht gut arbeitet, nur mit einem halben Herzen dabei ist, jemand, der sich überhaupt nicht fürs Aufgabengebiet interessiert und so weiter und so fort. Es kann auch im beruflichen Bereich sein. Diese Unbeständigkeit, diese flatterhafte Energie hier kann natürlich auch ein unzuverlässiger Arbeitnehmer sein. Oder du wünschst dir einen Kollegen, einen zuverlässigen Kollegen. Und dann wirst du hier wieder mit so einer Eintagsfliege konfrontiert. Ja, da ist der Arbeitsbereich mit dem Herrscher an der Unterseite angezeigt. Also, wenn dir das präsentiert wird und von vornherein du schon fühlst, nee, kenne ich schon, dann sollte man von vornherein schon am besten das unterbinden oder sich dagegen entscheiden oder absagen, gar nicht drauf eingehen, weil sonst wiederholt sich hier immer wieder etwas, so nehme ich das wahr. Man hängt dann wieder im gleichen Geschehnis wie schon mal, wie damals. Immer der gleiche Ablauf. Daher darfst du dich auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition verlassen. Auf deine Erfahrung auch verlassen. Siehst du, jetzt zeigt sich der Herrscher hier schon wieder. Und wenn der Herrscher sagt, ach nee, dann kann man sich auf ihn verlassen, okay. Und das sind die Erfahrungen aus der Vergangenheit. Die sechs Kelche zeigen die Vergangenheit an. War in der Vergangenheit jemand zuverlässig? Welche Erfahrungen hat man in der Vergangenheit gemacht? Möchte man das wieder tun? Nein. Nein. Darf ich noch an Blumen drauflegen? Nein, das ist zu viel. Ich hätte gern eine. Die stärkste. Okay, danke. Der Hibiskus. Mit der Sanftheit. Zu Zeiten Queen Victorias war der Hibiskus besonders beliebt und symbolisierte zarte Schönheit. In der japanischen Kultur steht der Hibiskus bis heute für Sanftheit. Die exotische Pflanze erinnert dich daran, nicht nur mit anderen, sondern auch mit dir selbst möglichst sanft umzugehen. Viel zu oft sind wir selbst nämlich unsere größten Kritiker und können uns keine Schwäche verzeihen. Versuche deshalb, dir selbst ein bisschen Liebe zu schenken und dich wie einen guten Freund zu behandeln. Dich selbst, ja. Ein Schaumbad genießen, einen Spaziergang unternehmen oder dir selbst ein kleines Kompliment machen. Was kannst du dir heute bzw. im Mai selbst Gutes tun? Lass dich auf eine neue Erfahrung ein. Lass deine Feinde deine Lehrer sein. Lass deine Feinde deine Lehrer sein in Bezug auf diese Energie, auf diese Unbeständige. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe. Ich weiß es gar nicht mehr, ob der Steinbock daraus lernen soll. Aus diesen immer sich wiederholenden Situationen. Weil diese Eule hier sagt, lass dich auf eine neue Erfahrung ein. Eine neue Erfahrung in Bezug auf das, was du in der Vergangenheit kennengelernt hast. Ne? Wiederhole etwas nicht. Nochmal. An der Unterseite haben wir: Fühle, dass du in deinem Inneren immer frei bist.
Lieber Steinbock, das kann ich dir weitergeben für den Mai. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Danke, dass ich dieses Orakel für dich machen durfte. Wenn du magst, sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder, um zu sehen, wie es weitergeht. Mach's gut. Bye, bye.